Ich muss jetzt erstmal nach meinen Töchtern schauen. Ich habe nämlich 6 hübsche Töchter. Ja, und ich fürchte, es könnte ihnen der Hecht begegnen. Das ist ein grässliches Ungeheuer und er würde keinen Augenblick zögern, sie zum Frühstück zu verspeisen. Also auf Wiedersehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mich mit ihnen unterhalten konnte. Unterhaltung? Sehr gut, sagte die Rakete. Sie haben die ganze Zeit über allein gesprochen. Das nenne ich keine Unterhaltung. Einer muss zuhören, antwortete der Frosch. Und ich besorge das Sprechen gern allein. Man erspart damit Zeit und Streit. Aber ich liebe den Streit, rief die Rakete aus. Hoffentlich doch nicht, sagte der Frosch liebenswürdig. Streit ist was sehr Gemeines, denn in guter Gesellschaft haben alle Leute dieselbe Ansicht. Also nochmals auf Wiedersehen. Dort sehe ich schon meine Töchter. Quack. Und der kleine Frosch schwamm fort. Sie machen einen ja ganz nervös, sagte die Rakete. Und sie sind sehr schlecht erzogen. Ich hasse Leute, die immer von sich selber sprechen wie Sie, wenn man, wie ich, von sich selber sprechen will. Das nenne ich eigennützig und Eigennutz ist ganz verabscheuungswürdig. Besonders bei meinem Temperament. Denn ich bin meines sympathischen Wissens halber überall beliebt. Sie sollten sich an mir ein Beispiel nehmen, denn Sie könnten gar kein besseres Vorbild finden. Und weil Sie gerade jetzt dazu Gelegenheit haben, sich zu bilden, so sollten Sie sie rasch benutzen, denn ich gehe in kürzester Zeit an den Hof zurück. Ich bin sehr gut angeschrieben bei Hofe. Mir zu Ehren haben der Prinz und die Prinzessin gestern geheiratet. Natürlich wissen Sie von all den Dingen nichts, denn Sie sind ein Provinziale. Sie regen sich unnütz auf, wenn Sie mit ihm sprechen, sagte eine Libelle, die an der Spitze eines großen braunen Rohrkolbens sah. Er ist nämlich schon längst